von den Büchern, Computerbuch, kam dann dieser Bereich mit den neuen Medien, neue Medien. Namens Multimedia. CD-ROMs. Wie war der Weg? Du warst das. Ich habe Multimedia gemacht. Wie war der Weg mit den Mitarbeitern auch vom Papier zu diesem anderen Ding zu gehen? Das war kein Problem. Das war gar kein Problem, weil wir wirklich eine Gruppe von jungen Leuten waren. Wir hatten junge Mitarbeiter, die hatten überhaupt gar keine Erbschaft mit sich rumzuschleppen. So ein Was haben wir auch nicht, weil ja, und wir waren Mitte 30. Okay. Also das war jetzt wirklich überhaupt kein Problem, weil wir eben kein klassischer Buchverlag waren. Also wir mussten niemanden davon überzeugen, sondern alle fanden es total aufregend. Wir haben mit Baedeker eine Reiseführer-CD-ROM gemacht mit so großen Videos drin, die von New York, die alle, wow, wahnsinnig, ein Produkt auf dem Computer mit einem Video. Also das war toll. Es war ja auch eine Zeit, wo es wirklich fast, also wir kamen ja aus einer zeichenorientierten Umgebung. Ja. Wir hatten ja nur Buchstaben auf den Bildschirmen und es hat sich dann so nach und nach entwickelt mit dem Aufkommen der VGA-Karte, dass man sich tatsächlich dann auch Grafiken auf dem Computer anschauen konnte. Und da waren diese CDs allein schon die mit schönen, hochauflösenden Bildern schon mal eine recht faszinierende Sache. Und dann kamen da auch noch Videos und auch weil die nur so klein waren, es hat funktioniert. Und Interaktionen. Interaktionen auch noch. Also allein, dass es funktioniert hat, denke ich mal, hat einen großen Teil der Faszination ausgemacht. Ja, ich glaube auch. Ja, und ich meine, wir reden von 1991, 92. Da haben wir CD-ROMs gemacht mit unseren Freunden von Voyager in New York, die wirklich sensationelle, neue, interaktive Medien waren. Und ich muss immer schmunzeln, wenn man heute auf irgendeiner Messe ist oder bei irgendwelchen Industrieveranstaltungen, wo junge Leute, meistens Männer mit Vollbart und mit Fahrrädern, die nur ein Ritzel, ein Fixie, gell? Die dann sagt, guck mal hier, in unserer App kann man da draufklicken, dann passiert das. Und ich sage, das habe ich vor 20 Jahren gemacht. Das ist nichts anderes. Ist das nicht ein Problem, wenn man heute in unserem Alter mit der Erfahrung mit jungen Menschen zusammenkommt, die was Neues wollen, so wie wir damals auch, dass wir in dasselbe Risiko kommen, wie das, was du von deinem Verleger bei Marken Technik erzählt hast? Ja, haben wir schon gemacht, du sollst jetzt irgendwas machen und die abwürgen, ist das nicht... Nein, das ist natürlich total falsch, weil es ist in der Tat etwas ganz Neues und etwas, das wir überhaupt nicht überreißen konnten, hinzugekommen. Das ist nicht Interaktion, Video, das ist besser geworden und so. Aber was dazugekommen ist und was alles umgedreht hat, ist die Dimension der Kommunikation. Das gab es bei CD-ROMs natürlich nicht. Das Internet gab es nicht oder für E-Mails. Ja. Und diese Kommunikation der Vernetzung, die Dimension der Vernetzung und Kommunikation, das ist tatsächlich das, was revolutionär ist.